Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich Deutsch. Ich bespreche heute das Modalverb sollen in allen Zeiten, in allen Personalformen. Modalverben kommen immer in Verbindung mit einem Vollverb vor und zeigen uns die Intention der Handlung. Sollen beinhaltet eine Aufforderung, etwas Notwendiges zu tun. Mit dem Beispiel sollen und dem Vollverb arbeiten kann man zum Beispiel sagen, ich soll arbeiten. Das führt uns schon zur Bildung der Präsens des Modalverbs sollen. Dieses wird gebildet in der ersten Stammform, das ist das Infinitiv soll und den entsprechenden Endungen. Und die richtige Lösung in der ersten Person Einzahl lautet ich soll. Es erfolgt also keine zusätzliche Endung. Es wird mit der Stammform gebildet. Zweite Person Einzahl, du sollst. Hier haben wir die Endung st angehängt. Dritte Person Einzahl, drei Möglichkeiten. Männlich er, weiblich sie und sächlich er, sie, es, soll. Ebenfalls keine Endung, gleiche Bildung wie in der ersten Person Einzahl. Kommen wir nun zu den drei Pluralformen. Erste Person in der Mehrzahl, wir sollen. Hier wird die Endung en angehängt. Oder man kann auch sagen, die Bildung in der ersten Person Mehrzahl ist gleich wie die Infinitivform. Zweite Person Mehrzahl, ihr sollt. Hier wird ein hartes T angehängt. Dann haben wir die Bildung in der dritten Person Mehrzahl, sie sollen. Gleiche Bildung wie in der ersten Person Mehrzahl. Ebenfalls mit der Endung en. Das war die Bildung des Modalverbs sollen im Präsens, gebildet mit der ersten Stammform, Infinitivform und den entsprechenden Endungen. Kommen wir nun zur ersten Zeitform, die die Vergangenheit beschreibt, beginnend mit dem Präteritum mit Vergangenheit, Erzählzeit. Diese wird gebildet mit der zweiten Stammform und da es sich um ein regelmäßiges Verb handelt, haben wir hier im Stamm die gleiche Bildung wie im Präsens, aber wir haben andere Endungen. Und diese Endung lautet in der ersten Person Einzahl ich sollte. Wir hängen also an den Stamm soll ein TE an. Zweite Person Einzahl du solltest. Hier lautet die entsprechende Endung TS. T. Dritte Person Einzahl, maskulin, feminin und neutral, er, sie, es, sollte. Hier lautet die entsprechende Endung TE. Die Mehrzahlformen, erste Person Mehrzahl, wir sollten. Hier ist die Endung TEN. Zweite Person Mehrzahl, angesprochene Personen, ihr solltet mit der Endung T-E-T. Und die dritte Person Mehrzahl wird wieder gleich gebildet wie die erste Person Mehrzahl, sie sollten. Hier lautet die entsprechende Endung T-E-N. Das war die Bildung des Modalverbs sollen im Präteritum, gebildet mit der zweiten Stammform und den entsprechenden Endungen. Kommen wir nun zur ersten zweiteiligen Bildung, und zwar vom Perfekt der Vergangenheit. Hier dauern ja die Handlungen noch an oder die Folgen sind sichtbar. Hier wird das Modalverb sollen gebildet mit dem Hilfsverb haben im Präsens und dem Vollverb sollen im Partizip 2. Das führt uns zur Lösung für die erste Person Einzahl. Ich habe gesollt, lautet hier die richtige Lösung. Zweite Person Einzahl, du hast gesollt. Dritte Person Einzahl, er, sie, es, hat gesollt. Dann die drei Mehrzahlformen. Erste Person Mehrzahl, wir haben gesollt. Zweite Person Mehrzahl, ihr habt gesollt. Und die dritte Person Mehrzahl, sie haben gesollt. Das war die Bildung des Modalverbs
sollen. Im Perfekt zweiteilige Bildung Hilfsverb haben im Präsens und Vollverb sollen im Partizip 2. Ähnliche Bildung in der dritten Vergangenheitsform, die wir besprechen, Plusquamperfekt, auch Vorvergangenheit genannt, wird immer verwendet von zwei Handlungen in der Vergangenheit für die erste Handlung. Hier haben wir die Bildung des Hilfsverb haben, aber nicht im Präsens, sondern im Präteritum. Das Vollverb sollen wird wieder im Partizip 2 verwendet. Deshalb lautet hier die erste Person Einzahl ich hatte gesollt, zweite Person Einzahl du hattest gesollt, dritte Person Singular er, sie, es hatte gesollt. Dann haben wir die drei Mehrzahlformen. Erste Person Mehrzahl wir hatten gesollt, zweite Person Mehrzahl ihr hattet gesollt und schließlich die dritte Person Mehrzahl sie hatten gesollt. Das war die Bildung der Zeitform Plusquamperfekt für das Modalverb sollen, zweiteilige Bildung Hilfsverb haben im Präteritum und das Vollverb sollen im Partizip 2. Kommen wir nun zur ersten Bildung, die die Zukunft beschreibt, die normale Zukunft, Futur 1. Hilfsverb werden im Präsens ist hier der erste Teil der Bildung und das Vollverb sollen wird hier im Infinitiv verwendet. Erste Person Einzahl lautet hier ich werde sollen. Zweite Person Einzahl du wirst sollen. Und die dritte Person Einzahl er, sie, es wird sollen. Die Mehrzahlformen lauten erste Person Mehrzahl wir werden sollen. Zweite Person Mehrzahl ihr werdet sollen. Und die dritte Person Mehrzahl sie werden sollen. Das war die Bildung des Modalverbs sollen in der Zukunft 1. Zweiteilige Bildung Hilfsverb werden im Präsens und das Vollverb sollen im Infinitiv. Kommen wir nun zur letzten Zeitform Futur 2, wird auch vollendete Zukunft genannt. Hier überlegt man sich, wenn in der Zukunft schon etwas vorbei sein sollte. Und hier merkt man schon, Zukunft und Vergangenheit werden vermischt. Das sieht man auch in der Bildung. Elemente der Zukunft und Elemente der Vergangenheit dienen der Bildung. Eine dreiteilige Bildung, die einzige Zeitform, die dreiteilig gebildet wird. Erster Teil besteht aus dem Hilfsverb werden im Präsens. Sollen wird im Partizip 2 verwendet. Hier haben wir die Vergangenheit beinhaltet und schließlich noch das Infinitiv haben als dritter Teil. Beginnen wir hier mit der Bildung in der ersten Person Singular. Ich werde gesollt haben ist hier die richtige Anwendung. Zweite Person Singular, du wirst gesollt haben. Und schließlich die dritte Person Singular, männlich, weiblich und sächlich, er, sie, es wird gesollt haben. Dann haben wir die drei Mehrzahlformen, erste Person Mehrzahl, wir werden gesollt haben, zweite Person Mehrzahl, ihr werdet gesollt haben und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden gesollt haben. Das war die Bildung der Futur 2 für das Modalverb sollen. Dreiteilige Bildung, Hilfsverb werden im Präsens, sollen wird im Partizip 2 verwendet und das Infinitiv von haben als dritter Teil. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, es ändert sich nur das Hilfsverb. Das war ein kurzer Überblick über das Modalverb sollen in allen Zeiten, in allen Personalformen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.